Ja, und wieder wird euch dieses kleine Lehrvideo präsentiert von der Technischen Akademie Bendig. Und bei Bedarf schaut ihr einfach mal auf die Homepage. Dort werdet ihr über die wichtigsten Dinge informiert. Hallo, heute besprechen wir die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung NTG aus dem Jahre 2014. Und zwar dem Frühjahr. Rechnen möchte ich jetzt die Aufgabe Nummer 7. Bei der Aufgabe Nummer 7 geht es darum, dass ein LKW eine bestimmte Strecke zurücklegt. Uns wird dafür die Zeit gegeben. Und nach Ablauf dieses Prozesses bremst er ab und kommt vollständig zum Stillstand. Um den Sachverhalt sich zu verdeutlichen, machen wir uns wieder eine kleine Skizze. Und zwar derart, dass wir uns ein VT-Diagramm zeichnen, in dem die Bewegungsabläufe übersichtlich dargestellt werden können. Der LKW fährt mit einer Geschwindigkeit V, die wir nicht kennen. Er legt in 6 Minuten einen Weg von 7 Kilometern zurück. Das heißt, er fährt und die Zeit dafür sind 6 Minuten. Uns ist nur gegeben, dass er in dieser Zeit T gleich 6 Minuten, S gleich 7 Kilometer zurücklegt. Wir erinnern uns daran, dass die Fläche unter der Kurve der Weg S ist. Das heißt, dieses hier ist der Weg S und dann ist das gar nicht so schwierig zu sagen, dieses S hier sind 7 Kilometer. Gesucht ist also die Geschwindigkeit, mit der der LKW fährt. Das wäre also das V und das ist die Aufgabenstellung A. Die Lösung,